Wir haben heute den 12. Dezember. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, das war im Sommer, als wir Honig geerntet haben. Der Sommer ist dann nachher eher schlecht verlaufen für Bienen, also es hat relativ viele Niederschläge gehabt. Die Varroamilbe hat sich extrem gut entwickelt gehabt. Ich habe dann Ende Juli, Anfang August die normale Varroa-Behandlung gemacht. Dann haben wir gesehen, dass im November die Varroa-Belastung doch schon wieder recht hoch war. Ich habe mich dann entschlossen, eine vorzogene Varroa-Behandlung zu machen. Hier sieht man jetzt so einen Bodenschieber, der unter dem Gitter ist, sogenannte Windeln, wo jetzt 3 Wochen im Volk drin war. Alle dunklen Punkte, die man hier sieht, also hier auf dieser Unterlage, das sind jetzt in 3 Wochen. Mit dieser Behandlung sind hier wahrscheinlich gegen die 1000 Milben oben runtergekommen. Das war am 20. November der Fall. Und heute würden wir jetzt die ganz klassische Restentmilbung machen mit der Oxalsäure. Ich habe 2 verschiedene Systeme hier. Also das eine Mal machen wir eine Verdampfung. Und dann noch das klassische, das ja die meisten kennen, das Oxuvar von Andermatt. Das ist ja eigentlich auch das einzige Swissmedic-zugelohnige Mittel, das wir im Moment haben. Das Oxuvar besteht aus 2 Komponenten. Einerseits das Wasser mit der Oxalsäure drin und andererseits der Beutel mit der Saccharose. Wir machen das jetzt auf. Schraubt das wieder gut und dann müssen wir es gut schütteln. Wichtig ist immer die Gebrauchsanweisung. Da sind ganz wichtige Informationen drauf. Einerseits einmal, dass die Temperatur beim Träufeln über 3 Grad plus sollte sein. Wenn wir zu hohe Temperaturen haben, dann sind die Bienen nicht mehr an der Traube. Dann ist die Wirkung auch wieder schlechter. Heute haben wir jetzt ziemlich genau 10 Grad. Ich hätte es lieber ein bisschen kühler. Was auch wichtig ist, dass die Oxalsäure, dass man die nicht ganz kalt über die Bienen träufelt, sondern dass die leicht temperiert ist. Die sollte so 30, 35 Grad warm sein. Also ich stelle jetzt einfach die ganze Büchse in ein Kessel. Ich habe hier heisses Wasser, das ich einfülle. Dann wird das temperiert. Pro Bienenvolk tun wir 30 bis 50 Milliliter träufeln insgesamt. Das ist also etwa 3 bis 5 Milliliter pro Wabengas. Die Träufellösung, das reicht für ca. 10 starke Völker, also etwa 500 Milliliter. Man sieht hier jetzt schön, dass sie an einer lockeren Traube sitzen in diesem Bereich. Das ist auch genau der Bereich, wo ich natürlich träufle. Ich will ja die Flüssigkeit auf der Biene haben und nicht auf dem Kastenboden. Die Oxalsäure funktioniert das so, dass das dann eigentlich eine komplette Übersäuerung gibt von der Milben. Und weil die Milben mag ein bisschen weniger vertragen als Bienen. Und da hat man einfach die richtige Dosierung ausgetestet, was das die Milben tötet und die Bienen überleben. Die Träufelbehandlung, die darf man auf der Winterbiene, also auf der gleichen Biene, nur einmal machen. Wenn man das 2-3 Mal würde machen, dann würde die Biene von dieser Behandlung sterben. Da, wo ich jetzt so drauf träufle, kommen nur einige natürlich damit in Kontakt. Aber weil das natürlich süß ist, durch die Saccharose, nehmen es dann die anderen Bienen auch und es klebt dann ein bisschen und sie verteilen dann das so sehr gut aufeinander. Ich kann hier mal noch schnell eine Wabe ziehen, dass man ein bisschen sieht, wie das hier innen aussieht. Ihr seht jetzt auch so, wie sich die Oxalsäure schon schön ein bisschen verteilt, wie sie hier überall schon ein bisschen glänzen, bis weiter runter. Als nächstes zeige ich euch jetzt die Oxalsäure-Sublimation. Also die Verdampfung. Ich habe so ein Gerät, das mit Heißluft betrieben wird, mit einem Heißluftföhn. Ich empfehle das eigentlich, das Gerät, aber man muss eine gewisse Anzahl Völker haben. Und beim Verdampfen ist es natürlich so, dass man sich gut schützen muss. Man kann hier innen die Oxalsäure einfüllen, relativ viel. Also wenn man das mal in Betrieb genommen hat, heiß ist und bläst, dann kann man das eigentlich in dem Sinne nicht mehr abstellen. Dann geht man einfach von Volk zu Volk durch das Behandeln. Es braucht etwa 30 Sekunden pro Volk. Oxalsäure ist das Maximum ein halbes Gramm, das ins Volk hineinkommt, also die kleinste Menge von jedem System eigentlich. Vorteil noch von der Sublimation ist, dass das viel weniger temperaturabhängig ist. Also spielt auch keine Rolle, ob es ein bisschen wärmer ist oder ob es auch sogar Minusgrad hat. So, da kann man eigentlich fast immer anwenden, die Verdampfung. Da habe ich jetzt nicht mehr die dünnen Gummihändchen an, sondern ich habe dicke Händchen an, weil das Gerät halt recht heiß wird.
Weiter muss ich dann natürlich auch die Schutzmaske anlegen, damit ich die Aerosol nicht einschnaufe. So, schalte jetzt das einmal ein. Stelle die Temperatur auf. Das geht einen kleinen Moment, bis das alles richtig in Betrieb ist. Es ist auch ganz wichtig, dass ich den Schieber natürlich jetzt im Kasten unten rein mache, weil der muss ja zu sein, dass nicht der ganze Dampf gerade unten rausgeht. Dann muss ich langsam die Maske anlegen. Da innen in der Dampferin ist jetzt langsam der Bereich da, wo sich alles verflüssigt hat. Und dann kann ich beim Schauglas oben hineinschauen und wenn das Wasser eigentlich weg ist, verdampft ist und nur noch Oxalsäure ist, also wieder alles weiss und fest ist, dann habe ich nachher eigentlich den Oxalsäure-Dampf. So, jetzt mache ich beim Volk vorne, beim Flugloch mache ich einen nassen Lumpen an, tue das einfach abdecken. Der liegt schön hier. Und dann kommt der Sublimator hier unten rein. Und dann zähle ich auf 30. So. Dann bleibt das noch etwa eine Viertelstunde zu. Und ihr seht, das reicht weiter. Also ich kann das natürlich vorbereiten, bei jedem Volk abdecken. Und dann ist in ein paar Minuten ist der ganze Bienenstand behandelt. Wir haben jetzt die zwei Varianten gesehen von der Restentmilbung der Bienen im brutfreien Zustand im Winter mit Oxalsäure. Das eine Mal haben wir gesehen die Träufelmethode, die sicher sehr eine einfache Sache ist. Der Nachteil von der Träufelbehandlung wäre gerade zum Beispiel jetzt in diesem Jahr gewesen, wenn man einmal sehr viel Milbe hat und vielleicht sogar einmal eine zusätzliche Behandlung noch machen muss, dass es das auf den Winterbienen beim Träufeln nicht verträgt. Verdampfen ist es so, dass das natürlich doch ein recht technisches Equipment voraussetzt. Aber man kann so natürlich sehr schnell sehr viele Bienenvölker gut behandeln und man braucht am wenigsten Oxalsäure bei dieser Methode. Ich wünsche euch allen einen schönen Winter und viel Spass bei den Bienen im nächsten Frühjahr.